Kinder, Frauen und Familien. Das sind die Bilder, die wir seit Tagen aus Moria sehen, von der Insel Lesbos. Aber sind das wirklich alle Bilder? Wir haben mal ein Video für Sie rausgesucht. Es ist auch nicht das einzige Video, was es gibt. Dieses ist von Mission Lifeline. Vermutlich an einer Ausgabestelle für Wasser und Lebensmittel. Ja, hier steht Essensausgabe. Es warten viele, viele junge Männer. Kaum Frauen sind zu sehen. Ganz andere Bilder als im Fernsehen. Wir haben gerade gesehen, es sind vorwiegend junge Männer, die am Lager Moria stehen. Jetzt wird uns ja erklärt, dass wir aber die Familien und Frauen insbesondere zu uns holen. Wir haben nach Bildern gesucht von Menschen, die dann eben ausgeflogen werden und zu uns kommen. Schauen wir mal, ob da viele Frauen und Kinder dabei sind. Hier sehen wir jetzt die ersten Bilder der ersten evakuierten Personen aus Moria. Wieder Bilder von jungen Männern. Das sind vermutlich auch die oder ein Teil derer, die schon in Deutschland angekommen sind. Auch hier Kinder, Frauen, Familien suchen wir hier vergeblich. Wie sehen die Griechen auf Lesbos die Lage vor Ort? Wir sehen alle die gleichen Bilder. Aber die Griechen auf Lesbos haben offensichtlich ganz andere Gedanken. Schauen wir es uns an. Hier sehen wir eine Straße mit einer Barrikade von LKWs. Hier haben die Griechen ganz offensichtlich ihre eigenen Dörfer oder ihre eigene Stadt vor einem Ansturm aus dem ehemaligen Lager Moria gesichert. Die Griechen brauchen Hilfe. Sie brauchen humanitäre Hilfe vor Ort und genau die haben sie auch durch ein Hilfegesuch angefordert. Was sie nicht brauchen, sind Evakuierungsoffensiven aus Deutschland. Aber genau das ist es, was hier von den NGOs und von vielen Politikern gerade gefordert wird. Hier sehen wir Bilder, wo die jungen Leute am Morgen des Brandes, der Brandnacht von Moria, Stühle, 13.000 Stühle vor dem Reichstagsgebäude aufgestellt haben. So viele Menschen wollten sie schon morgens aus dem Lager Moria abholen. Sie behaupten, wir haben Platz. Aber ist das wirklich so? Wir müssen uns schon die Frage stellen, in Anbetracht der Wohnungsnot in vielen deutschen Großstädten, auch hier in Nordrhein-Westfalen, in Köln zum Beispiel, wo junge Familien es heute kaum noch schaffen, eine Wohnung für sich zu finden. Die Hilfe, die die Menschen in Moria und die Griechen auf Lesbos im Moment brauchen, ist Hilfe vor Ort. Hilfe wie das THW NRW und auch aus anderen Bundesländern oder das UNHCR sie bereits geleistet hat. Man hat Zelte wieder aufgebaut, man hat Feldbetten gebracht und man wird sich sicherlich um eine vernünftige Unterbringung von Flüchtlingen auf Zeit auch in einer neuen Einrichtung kümmern. Die Menschen müssen verstehen, dass nicht jeder nach Europa respektive nach Deutschland kommen kann. Und die Erpressung durch Inbrandsetzen von Flüchtlingslagern kann kein Weg sein. Kann kein Weg nach Deutschland sein, kann kein Weg nach Westeuropa sein. Wir müssen bereit sein, natürlich bereit sein, berechtigte Asylbewerber aufzunehmen. Das bedeutet aber auch, dass die, die kein Recht haben, hier zu sein, zurück in ihre Heimat gehen.